Firma Bruni IT Services. Wir sind, was vielleicht in vielen Märkten der Fan ist, also wir machen Infrastrukturen für Schulen. Würden eigentlich auch gern alles Open Source machen, so wie Sie. Das haben wir aber bis jetzt noch nicht geschafft. Unsere Open Source Teile sind alle versteckt. Vorne steht ein Windows Client, hinten dran sind unsere Open Source Services. Heute möchte ich Ihnen, wie mein Vorredner schon gesagt hat, auch Sie nutzen diese Cloud, Home Cloud. Cloud-Services müssen verboten werden an Schulen, sagen die Datenschutzbeauftragten. Die Benutzer haben aber alle schon eine, Dropbox, Google Drive, und sie kümmern sich auch nicht um Datenschutz. Sie sind auch, haben ihre eigenen Handynetze und machen eigentlich, was sie wollen. Das bringt Schulen ein bisschen in die Illegalität, weil ihre Daten eigentlich auf der ganzen Welt verstreut werden und sie keine Kontrolle darüber haben. Wir haben mit dieser Open Source Software einen Service aufgesetzt, der sich dieser Problematik annimmt, der eben auch, der Server steht in der Schweiz. Die Schulen haben eine eigene Serverinstanz, sie ist geschützt, ist gehärtet, es wird verschlüsselt übertragen und eben auch verschlüsselt abgespeichert. Und somit können diese Schulen, die eigentlich jetzt in dem Dilemma sind, die Lösung anbieten, dass sie den Lehrern eigentlich anstelle von Verboten eine bessere Alternative bieten. So, wir haben einen Cloud-Service, der ist sicher und darauf kann man alles speichern und es ist legal. Diese Software ist auf allen gängigen Plattformen, Tablets, Telefone, Linux, Mac, Windows verfügbar. Und ich möchte Ihnen mal schnell zeigen, wie das aussieht. Wir haben hier schon eine Demo gerade. Man sieht hier, wir haben, können Dateien ablegen. Sehr praktisch ist dieser Knopf Aktivität, da sehe ich, was in meinem Bereich verändert wurde in den letzten Tagen. Also wenn ich zusammenarbeite mit Leuten, dann sehe ich auch, wenn andere Leute etwas für mich geändert oder verändert haben oder etwas, das ich gibt. Man könnte Mail integrieren, man kann natürlich Kalender, zum Beispiel einen gemeinsamen Schulkalender führen. Man kann sich Aufgaben zuweisen, das mögen die Leute aber nicht so sehr. Haben wir festgestellt. Also es bietet alle diese Personal Information Sachen, die man auch auf anderen Cloud findet. Natürlich könnte man sich das auch selber aufsetzen, also das ist wie gesagt Open Source. Diejenigen Leute, die, ich glaube heute Morgen hat jemand gesagt, es wäre schön, wenn man eine Home Cloud hätte zum Ausprobieren. Sie sehen, das gibt es hier, Sie dürfen jederzeit sich bei mir melden und kriegen ein Demo-Account und können das ausprobieren. Und natürlich können Sie auch diese Cloud als Service mieten. Also wenn Sie sagen, ich will die ganze Schule jetzt, meine alle Lehrer, Schüler auf diese Cloud bringen, finden Sie draußen auch, habe ich einen kleinen Flyer aufgelegt, wo Sie alles sehen, wie das funktioniert. Ich glaube, ich bin in 4 Minuten schon durch. Vielen Dank.